Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Videotestbericht von mobilereviews.de. Heute stelle ich euch ein neues Technik-Gadget vor, nämlich die Handyuhr von Samsung mit der etwas schmucklosen Bezeichnung S9110. Die S9110 kostet aktuell im Internet bei geizhals.at knapp 430 Euro plus Versand und ist damit deutlich günstiger als das Modell von LG. Wie es mit der Verarbeitung und der technischen Ausstattung ist, erfahrt ihr gleich in meinem Testbericht. Kommen wir zum Hauptaugenmerk der Uhr, nämlich das Display auf der Vorderseite. Geschützt durch eine Glasschicht funktioniert es kapazitiv und hat eine Diagonale von 1,76 Zoll. Dabei löst es mit der für Handyuhren, möchte ich mal sagen, üblichen Auflösung von 176 x 220 Pixeln auf. Es reagiert sehr schön, das Display ist relativ kratzerunempfindlich. Die Uhr selber besteht überwiegend aus Metall, also der Displayrahmen und leider auch der Akkudeckel. Das macht sich nämlich im Gewicht bemerkbar. Die Uhr selber ist 117 Gramm schwer, das ist kein Leichtgewicht. Und sie ist zudem recht klobig, sodass sie in erster Linie an einem Männerarm noch tragbar ist. Bei Frauenhandgelenken ist das Ganze dann allerdings schon deutlich overstyled. Das macht keinen wirklichen Spaß mehr und ich glaube auch nicht, dass das Modell für Frauen entwickelt wurde. Die Abmessung gibt der Hersteller witzigerweise mit 59 x 59 x 12 mm an. Das stimmt insofern, als dass die Uhr wirklich nur 12 mm dick ist, unter anderem deswegen, weil sie halt über einen relativ dicken Akkudeckel verfügt, den wir hier auf der Rückseite relativ problemlos abnehmen können. Wir sehen dann den SIM-Kartenhalter. Die Uhr hat keinen SIM- oder Netlock, das heißt, ich habe hier eine SIM-Karte drin, funktioniert problemlos. Der Akku ist nur in den Akkudeckel reingeschoben, handelsüblicher Samsung-Akku, kann jederzeit gewechselt werden, wenn er mal defekt ist. Großer Vorteil zur Uhr von Samsung. Tatsächlich hat die Uhr allerdings eine Abmessung von etwa 40 mm Breite, 59 mm Länge. Damit ist die Uhr natürlich deutlich länger, als sie breit ist und somit sind die Herstellerangaben für die Katz. Die einzigen Bedienelemente auf der rechten Seite, Gespräch, Beenden-Taste, gleichzeitig auch die Start-Taste. Wenn man sie drückt, startet die Uhr. Das geht relativ schnell. Samsung-typische Startanimation, in wenigen Sekunden ist die Uhr voll funktionsfähig. In der mittleren Taste wird das Menü aufgerufen und mit der grünen Hörertaste kann man Gespräche starten oder beenden. Stichwort Gespräche. Die Uhr hat hier unten eine Lautsprecherfunktion, somit auch eine Freisprechfunktion. Das heißt, ich muss nicht zwangsläufig ein Headset anschließen, um damit telefonieren zu können. Hat natürlich den entscheidenden Nachteil, dass jeder mithören kann. Wer es etwas privater möchte, der nimmt besser gleich das mitgelieferte Samsung-Headset zur Hand, ein Bluetooth-Headset, Ohrhörer für die Ohrmuschel. Hier vorne ist ein kleines Display, da kann man erkennen, wenn das Gerät geladen wird. Geladen wird es über einen Standardanschluss an der Unterseite. Wer mit der Uhr dann noch privater telefonieren möchte und gar nichts mehr in die Außenwelt bringen lassen will, beziehungsweise Musik hören möchte, der stöpselt auch noch den mitgelieferten Adapter ein. Hat dann zwei In-Ear-Kopfhörer zum Musikgenuss. Die klingen dann wirklich gut, sind ordentlich bassstark, auch für die Gespräche noch durchaus geeignet. Ja, soweit so gut. Musik hören wäre mit der Uhr also theoretisch möglich. Wir haben ein toftes Headset, wir haben einen eingebauten MP3-Player, aber wie immer haben wir da auch einen Nachteil, denn die S9110 verfügt lediglich über 40 MB internen Speicher. Selbst wenn ich die Musik nicht allzu doll kodiere von der Qualität her, kriege ich da gerade eben ein Album rein. Das ist nicht das meiste, also fürs Joggen ist die Uhr sowohl zu schwer als auch vom Speicher her zu gering bemessen. Telefonieren kann man mit der Uhr, wie gesagt, sehr gut. Wir haben hier eine virtuelle Uhr, wie man sie auch von der LG her kennt, mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ich habe hier eine analoge Variante. Dann hätte ich hier noch eine weitere analoge Variante. Ich kann digitale Varianten nehmen, mit und ohne Datum und was dergleichen mehr. Durch das Flicken von rechts nach links komme ich zu unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten. Hier zum Beispiel ein Kalender, gelbe Punkt markiert den Tag. Was ich für Termine habe, kann ich in dieser Schnellansicht allerdings nicht sehen. Ein Druck auf den Menübutton und wir sehen das von Samsung bekannte Menü. Die Hintergrundgrafik kann ich jederzeit ändern. Oben links Empfangsstärke, blaues Bluetooth-Icon. Lautsprechersymbol, das heißt, ich kann hier Profile vorwählen und der Akku. Der Akku hat 630 mA, damit kommt man bequem, wenn man nicht allzu viel telefoniert, zwei, vielleicht auch zweieinhalb Arbeitstage hin. Wer die Uhr dann wirklich zum MP3-Abspielen über Bluetooth nutzt,
und damit auch eine halbe Stunde am Tag telefoniert, wird die Uhr leider jeden Tag laden müssen. Unten links virtuelle Tastatur. Die Tasten sind schön groß. Wir können dann durch den Druck auf die Hörertaste das Gespräch starten. Im Hintergrund hören wir es. Kein Gimmick, funktioniert also tatsächlich. Wir haben hier eine Funktion für Sprachbefehl. Ich kann also auch meinen Kontakt wählen. Das heißt, ich sage dann Sprachbefehl, wähle die und die Nummer oder wähle den und den Kontakt. Das funktioniert. Oder ich öffne eine Anwendung und sage, öffne Kalender. Dann öffnet er mir auch den Kalender. Druck auf den unteren rechten Bereich, startet das Menü. Ich habe jetzt hier das Menü eingestellt, was man eigentlich auch von Handys her kennt. Aufgeteilt mit 4 Icons auf jeweils 3 Seiten. Durchflicken von rechts nach links durch die Funktionen durch. Ich erkläre sie direkt und komme danach zu den anderen Menüansichten. Anrufliste, eingehende, ausgehende Anrufe. Mein Telefonbuch, bis zu 500 Einträge sind auf dem Gerät möglich. Kontaktliste, kann den Anrufen in Kontakt, kann ihn eine Nachricht senden, kann anzeigen und kann ihn gleichzeitig auch bearbeiten. Kann dann verschiedene Details hinzufügen, nämlich unterschiedliche mobilen Telefonnummern, eine Faxnummer. Ich kann ihn einer bestimmten Gruppe zuordnen und kann hoch einen speziellen Anruferklingelton oder sogar ein spezielles Anruferbild hinterlegen, sofern ich das vorab per Bluetooth auf das Handy, sprich auf die Handyuhr geschickt habe. Denn das S9110 hat keine eingebaute Kamera. Die Bilder werden auch nur dann angezeigt, wenn sie in Displayauflösung, sprich 176 x 220 Pixeln vorliegen. Übertragen kann ich sie zwar in höherer Auflösung, angezeigt werden sie von der Uhr allerdings nicht. Nachrichtenpunkt dürfte selbsterklärend sein, funktioniert leider nur für SMS, nicht für E-Mails. E-Mails kann ich hier nicht abrufen, obwohl die Uhr auch per Edge im Internet unterwegs sein kann, also deutlich besser als bei der LG, kann ich hiermit keine E-Mails empfangen. Kalenderfunktion, wie man sie von Samsung her kennt, ich hoffe, man kann es gut erkennen, spiegelt etwas. Wir sehen hier den Punkt, der das Tagesdatum markiert. Ein Klick darauf vergrößert mir diese Ansicht, damit ich es auch besser treffen kann. Ein weiterer Klick zeigt mir an, dass ich an dem Tag zu der Uhrzeit einen Termin habe. Da sind keine Grenzen gesetzt, also auch 500 Einträge etwa. Ich kann sie aber wiederholen und wiederholende Termine eingeben, wie auch immer. Das Beste ist allerdings, man synchronisiert diese Termine mit dem PC, mit der Samsung-eigenen Software. Alarmfunktion, 4 Alarme sind möglich. Funktioniert auch, wenn die Uhr ausgeschaltet ist, kein Problem. Uhrzeit, ich kann hier eine Weltuhr einstellen und eine zweite Zeitzone sozusagen nutzen. Das kennt man auch vom Handy her. Der Musikplayer ist, wie gesagt, vom Prinzip her keine schlechte Lösung, kann also auch Wiedergabelisten abspielen, so wie hier. Vom Klang her auch wirklich gut, auch im Freisprechmodus. Maximale Lautstärke. Gibt es eigentlich nichts zu meckern, ich kann den hier oben fernbedienen, kann vor- und zurückspulen im Lied und auch Lieder vor. Nachteil, wie gesagt, 40 MB deutlich zu wenig, um damit großartigen Start machen zu können. Besser ist natürlich, wenn man den Sound direkt an das Bluetooth-Headset schickt, dann ist der wirklich gut. Würde also durchaus ausreichen, um auch unterwegs viel Musik hören zu können, wenn wir halt nicht die Speicherbegrenzung hätten und wenn der Akku nicht etwas schwach wäre für solche Zwecke. Herzlich willkommen. Kommen wir zum Internetbrowser, der eingebaut ist, Netfront Access Powered, 1,76 Zoll, sagt eigentlich schon alles. Für eine kurze Übersicht der Fußballergebnisse kann das Display noch. Kommen wir jetzt. Für mehr taucht dieser Browser allerdings nicht. Wie gesagt, der Seitenaufbau ist super langsam, leider nur maximal nur eine Edge-Verbindung, von daher kann man auch nicht allzu viel erwarten. Für ein paar Fußballergebnisse reicht das vollkommen aus. Zum richtigen Surfen oder so auf eBay und Co. ist der Browser absolut nicht geeignet. Immerhin kann man mit Surfen deutlich mehr als bei der LG. Dateimanager, worum auch immer er vorhanden ist, bei 40 MB internen Speicher kann ich die Handvoll Dateien eigentlich auch ganz gut im Kopf behalten. Aufgeteilt nach Bildern. Bilder werden nur dann angezeigt, wenn sie, wie gesagt, maximal 176 x 220 Pixel aufgelöst sind. Größere Bilder kann ich zwar übertragen, werden aber leider nicht angezeigt. Ruftöne, Musiken sind selbsterklärend. Sprachbefehl hatte ich erwähnt. Unter dem Punkt Anwendung finden wir eine Sprachmemo-Funktion. Das heißt, ich kann diese Uhr auch als Diktiergerät benutzen. Gar nicht so sinnlos. Bluetooth ein- und ausschalten, damit Dateien übertragen oder eben Audiodateien an ein
Stereo, Bluetooth-Headset meiner Wahl, entweder das mitgelieferte oder aber zum Beispiel auch ein Motorola S9. Memo-Funktion, hier eine Notizfunktion schriftlicherseits, eine virtuelle Handytastatur wird eingeblendet mit der Textvervollständigungsfunktion T9, also kein Problem, auch von der Eingabe her geht das super schnell von der Hand. Display ist wirklich hervorragend, lässt sich klasse bedienen, ähnlich wie beim iPhone, da gibt es gar nichts zu meckern, das ist das Geld wohl wert. Ganz unten haben wir noch einen Taschenrechner und eine Umrechenfunktion für Flächenvolumen und so weiter und so fort. Eigentlich so der Standard, wie man ihn auch von anderen Handys her kennt. Also, was soll man zu der Uhr sagen? Ist in erster Linie ein Technikspielzeug für Leute, die eigentlich schon alles haben. Wer also zum Beispiel schon ein iPhone seinen eigenen nennt oder aber, was weiß ich, hier ein HTC HD2, dagegen wirkt die Uhr eigentlich super klein. Für den ist sowas vielleicht gedacht, bei 400 Euro hört in meinen Augen aber der Spaß auf. Das ist nichts, um mal eben schnell zwischendurch sich ein Spielzeug zu gönnen. Geladen wird sie übrigens hier an der Seite über den ganz normalen Samsung-Anschluss. Zum Telefonieren ist sie gut geeignet, vorausgesetzt man nutzt ein Stereo-Bluetooth-Headset. Die Freisprecheinrichtung ist zwar auch gut, aber dann kann halt jeder mithören. Die Uhr selber ist deutlich zu klobig und in meinen Augen auch zu schwer. 117 Gramm ist absolut Schallgrenze. Da gibt es nichts mehr, was man noch drauflegen kann. Es gibt zwar auch Uhren, die so groß sind, aber die sind vom Design her noch etwas stylischer. Das hier ist einfach ein grober Klotz aus Aluminium oder Stahl geschnitten, je nachdem, was für eine Verarbeitung hier hinterlegt oder unterlegt ist, ist sie zu groß und zu schwer. Sie erfüllt ihren Zweck, man kann mit ihr telefonieren. Der Akku hält bei starker Nutzung knapp einen Tag, bei einer moderater Nutzung 2 Tage. Da gibt es eigentlich auch nichts zu meckern, aber mal ehrlich, heutzutage telefoniert man nicht mit seiner Uhr. Michael Knight-Zeiten sind vorbei und der eine oder andere wird damit auch sicherlich etwas komisch angeguckt. Vielleicht, um damit ein bisschen angeben zu können, sage ich mal, noch ganz gut geeignet. Aber da greife ich dann doch lieber zu einem China-Import für 50 oder 80 Euro, denn diese Uhren sind zwar deutlich schlechter verarbeitet, haben aber die gleiche Funktionalität und teilweise deutlich mehr Funktionen wie eingebauten Speicherkartenslot, Radio und dergleichen mehr. Soviel zum ersten Eindruck von der Samsung S9110. Würde mich freuen, wenn ihr auch meine anderen Testberichte guckt, vielleicht mal gelegentlich auf die Werbung klickt, wer weiß. Und bis dahin sage ich einfach mal.